Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, wir sind ja viel am Machen. Wir haben jetzt seit vor längerer Zeit unsere Anlage hier schon in Betrieb genommen. Bis jetzt schaut es sehr, sehr gut aus. Wir haben hier Brenngas, wie es ausschaut, sogar ein bisschen im Überfluss. Schaut echt gut aus aktuell, der Stand, der hier drin ist. Wir haben hier Wassermengen, die noch da sind, die schön abgepumpt werden, der ganze Überfluss. Und bis jetzt schaut es auch so aus, wenn ich mich nicht irre, haben wir die eine Leitung hier deaktiviert. Haben wir die ja deaktiviert? Nee, haben wir nicht. Aber wir haben den da drüben doch wahrscheinlich Priorität gegeben, oder? Bin gerade erstaunt, dass da so wenig Wasser durchgeht. Das heißt, ich schalte das jetzt hier mal auf Pause. Mich würde interessieren, ob wir die Masse, dadurch, dass sich so viel Wasser hier ansammelt, müssten wir massig Wasser machen, oder? So rein theoretisch. Aber wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Wir lassen das jetzt mal so ein bisschen laufen und schauen dann weiter. Aber wir waren ja beim letzten Mal. Oh, diese Mine, die ist schon so groß. Wie schaut's aus hier? Kein Platz mehr. Eisen ist noch am Meinen. Ne, mein Eisen ist nicht mehr am Meinen. Dann. Baggern wir hier Stück für Stück die Gebiete ab. Dann können die uns wieder Eisen lieben, weil das ist. Oh, das ist ja schon wieder ausgegangen. Hi, du kriegst ein Upgrade. Achso, es wartet schon auf Ersatz. Okay, also wir sind noch mitten in der Upgrade-Phase. Gut, okay. Ich muss jetzt mal wieder kurz zurechtfinden, was wir letztes Mal gemacht haben. Mein Hirn, ja, hier ist aus Chlor und Kohle haben wir hier Graphit gemacht, was saures Wasser erzeugt. Dann haben wir hier aus Benzin, was wir von hier vorne beziehen, Rohbenzin gemacht. Wofür wir Dampf brauchen, den wir hier erzeugen. Raus kommt Diesel und saures Wasser, genau. Das schicken wir dann hier rein, weil wir hier aus Rohbenzin und Chlor Kunststoff und Dampf machen. Das sind 96, was haben wir draus? Ah, hier machen wir aus Wasser, Sauerstoff und Wasserstoff. Hier vorne machen wir Chlor. Und mit dem... Brauche ich da diese Riesenanlage? Ernsthaft? Naja, ich nicht, aber scheiß drauf. Dann haben wir dich, du machst das aus Silizium, das Ganze, das wir brauchen und bringt die Schlacke hier vorne ins System rein. Genau. Bedeutet, ab hier war es, glaube ich, dann nur noch das Electronic-Board zu machen, ne? Die Elektronik. Dich hier werden die... Haben wir die Leiterplatten? Ne, die Leiterplatten haben wir noch nicht. Aus Glas und Kunststoff und Kupfer. Machen wir Leiterplatten. Das muss dann alles hier vorne stattfinden. Zum Glas haben wir direkt hier im Anschluss. Bedeutet, hier müssten dann... Also wenn wir jetzt mit dem Theme gehen, müssten wir das irgendwie hier so hinsetzen am besten. Das ist der Kupferausgang. Ich setze dich jetzt mal so hin. So. Gehen jetzt einfach mal von dem Punkt hier aus. Geht hier rein. Dann machen wir aus dir Leiterplatten. Gut, als nächstes müssen wir die Elektronik 2 machen, ne?
brauchen wir das Polysilizium für, 6 Leiterplatten, bedeutet wir können mit der Menge, die wir jetzt produzieren, das sind ja 12, zweimal Leiterplatten herstellen. Zweimal Elektronik 2. Bedeutet, ich kann mir jetzt hier 2 Anlagen hinstellen. Jeweils eine wird mit dem anderen verbunden. Dann die Leiterplatten, die bringen wir dann hier außen rum. Einfach mal hier angeschlossen. Drück da und links, rechts, das ist teilweise echt schlimm. Flaches Förderband. Dann gehst du mir hier eine Runde rauf. Okay. Schlau wäre eventuell in dem Fall. Aber mir schaut das so noch einen kleinen Bug einfach aus. Dass wir das so machen. Weil dann kann das. Der Rest hier noch irgendwie raus. Gott, das schaut aus wie ein Wirrwarr. Ich muss es irgendwann mal komplett neu machen. Vorteil ist, ich kann es nicht hier anschließen und dann hier drüben dran. Und da muss ich jetzt die Elektronik, die da ganz oben ist, holy shit, runterkriegen. Okay. Also als erstes müssen wir runter. Auf die Bahnhöhe. Dann so, damit wir hier jetzt durch wieder hin und her die Bahn fortführen können. Richtig, richtig. Dann müsste das die komplette Konstruktion sein. Dann müsste das so die komplette Construction sein in dem Fall. Gottes Willen, okay. Wir geben dem Ganzen jetzt mal Zeit, damit es wieder die Ressourcen auffüllen kann, denn uns fehlt schon wieder Holz. Ah, das liegt daran, dass wir hier... Lassen wir das mal kurz weg. Ich habe Scheiße gebaut. Ich muss jetzt mal zum zweiten Förderband oder Förderband Stufe 2 erweitert werden, aber ich hätte in dem Fall hier Import anmachen müssen. Das gleich wäre in dem Fall schlau gewesen. Naja, geben wir dem jetzt kurz. Dann warten wir, bis das alles fertig ist und dann bauen wir die Konstruktion hier hin. Mein nächster Plan zum Zuschütten fürs Erste wäre hier. Eine Überfahrt möglich machen zum Eisenberg, damit wir uns dann da durchbuddeln können. Alles hier begradigen anfangen und dann hier durch. Damit wir hier anfangen können. Ich will alles flach machen. So flach wie möglich. Kennestat, kein Schaffst du mehr. Warnung. Physikalschwäche 2. Okay, also du schaffst es nicht, dich von selber aufzufüllen. Du brauchst also trotzdem die Unterstützung. Gut zu wissen. Da müsste die Warnung gleich weggehen. Ja, jetzt ist sie weg. Gut. Gut. Unser Eisenlager füllt sich auch langsam und stetig auf.
Wir haben zum Glück ein großes Eisenlager mittlerweile, das wir befüttern können. Und jetzt wird auch... Ach ja, die produziert sogar auf beiden Linien. Aber doch, dass sie keine Priorität anhaben, bleibt ein bisschen was immer übrig. So, wir geben ihnen jetzt mal hier noch die Infos, wie sie weiterbaggern dürfen danach. Denn wir müssen natürlich jetzt hier sozusagen anfangen, dann das Gebiet vorne zu planen, wie wir zukippen anfangen. Wie geht's eigentlich den Baggern, die hier zuständig sind? Da sind die mittlerweile durch. Die sind durch, glaube ich, ne? Wo dran arbeiten denn die? Ach, die sind da hinten gerade. Stimmt. Wir müssen noch die Mauer fertigstellen. Geht das? Schaut gut aus auf jeden Fall. Dann kriegen die von mir die Aufgabe, bis nach da vorne alles abzugraben. Und dann haben wir mittlerweile ganz gut das Gebiet freigeschaufelt. Dann schaut das hier schon langsam echt gut aus. Dann schaut das richtig gut aus. Schau dir das an. Die Gebiete werden immer freier und alles. Der Abfall wird verarbeitet weiterhin. Was natürlich super genial ist. Habe ich hier die Bevölkerungspause nicht angemacht? Doch, habe ich. Die Kollegen baggern sich hier weiter durch das Eisenfeld durch. Was gut ist, denn das Lager wird langsam immer voller. Und sobald das hier richtig voll ist, geht das eh wieder mit dem Lager sehr gut voran. Zugang zum Meer blockiert. Oh, jetzt ist es hier auch soweit. Dann muss ich jetzt schnell das Ganze mal umplatzieren. Du gehst zu Abwasser, bedeutet dich. Hier hin platzieren und daneben gleich die zwei Pumpen wieder. Ach, da ist es ja nur eine Pumpe, ne? Gut, wir bauen mal das auf die Schnelle. Ich glaube, dem gebe ich auch gleich nochmal ein Upgrade, einfach weil ich es kann. Dann reiße ich das Kabel ab. Setze dich in den Schnellbau. Und... Ja, das Rohr ist halt hier schon eingebaut in dem Fall. Hey, ich habe eigentlich gerade Enter gedrückt, damit wir das endlich abschicken können. So, warte mal. Schnell liefern und hier dann, ich glaube, das war ein Abwasser, glaube ich, ne? Ne, Sohle. Sohle. Und dann reißen wir deinen Teil ab. Das bringt uns langsam dann schon dazu, dass wir die Ressourcen namens hier unsere Energieproduktion umsetzen können anfangen. Warte mal, ich habe hier nicht gesagt, dass wir zukippen können. Ne? Verkippungsgebiet habe ich noch nicht hier festgelegt. Jetzt aber. Verkippt die ganze Scheiße, Jungs. Wo willst du hin?
Ja, was soll das Problem mit sein? Oh. Ich sehe, Bagger hat den Weg einstürzen lassen. Dann tun wir dich mal kurz abschleppen und dann wird sich das ganze Problem von selber lösen. Dich lassen wir auch mal kurz abschleppen. Und dann müssen sie halt wieder den Weg frei baggern. Mir wurscht. Kohle schaut auch sogar gut aus. Stück für Stück verkippen. Die Lagermenge ist noch nicht die Menge, die wir bräuchten, natürlich. Ich glaube, unsere Zementproduktion geht langsam sozusagen den Berg runter. Oder warten die auf irgendwas? Er wird auch schon immer wieder auf die Ziegel. Das heißt, wir reduzieren mal die Produktionsmenge. Dann sollten die nicht dauernd warten müssen, sondern sollten hoffentlich fast immer genug auf Lager haben, wie es ausschaut. Okay. Dann schaut das Ganze nicht schon wieder wesentlich besser aus. Von der Produktionsmenge aus. Wenn ich euch beide mal das Leistungsmomentum hochdrehe. Bin mal gespannt, was ihr dann dazu sagen. Wir bessern dich aufs Förderband 2. Dann sollte die Abtransportiermenge gut steigen. Ja, wir werden es schon sehen. Es wird langsam sich alles wahrscheinlich auffüllen, aber dann... Am Ende wird sich das alles schon irgendwie ausgehen. Bin gerade beim Überlegen, hier ein großes Lager sogar noch hinzusetzen, einfach weil ich es kann. Weil ich glaube, ich gerade aktuell auch sehr, sehr unnötig, nennen wir es so. Gut, die baggern jetzt hier frei, weil sie sich natürlich selber den Weg durchgeschmolzen haben. Aber solange sie produzieren, ist alles super. Du bist voll mit Brot und kannst damit nichts anfangen. Ich finde erstaunlich, wie sehr die auf mein Gemüse gehen auch. Kann ich eigentlich sehen, wie viel ich brauche, um das hier zu produzieren? Das ist so die Frage. Wenn ich hier drüber gehe, sehe ich, wie viel ich produzieren brauche zum Produzieren? Ich, nee, ne? Sehe es auch nicht, wenn ich es so mache. Das wäre noch eine coole Sache, wenn man sieht, okay, du brauchst so und so viel, damit du das jetzt bauen kannst oder sowas. Das wäre noch eine ziemlich coole Edition, weil du brauchst allein 160. Du brauchst 40. 100 vom anderen, da haben wir genug auf Lage. 40. 40, 40, wir brauchen irgendwas wahrscheinlich so um die 300 rum. Ja, oder sagen wir 800. 800 ist ein bisschen übertrieben. Ich gehe von 700 aus, aktuell mal. In der Produktionsreihe, ja, schätze, sind sie mal voll. Schauen wir mal, was er dazu sagt. Die ganzen mal auf dem Weg verbessern. Bin gespannt, was er dazu sagt. Dann sollten die zwei sich nicht dauerhaft befüllen, fast schon. Dann sollte da ja fast keine Pause mehr kommen. Wlüpp, 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 wlüpp. Finde ich schon schick. Ja, jetzt kommt immer wieder was raus. Jetzt sollte das so leichte Kurve nach oben nehmen und uns ein bisschen flotter das Ganze produzieren. Ach, hä, jetzt haben wir hier den Boden erreicht, schon vom Sand auch wieder. Sandverkippgebiet ist noch offen. Ich glaube, wir verbrauchen so viel Sand, das oder. Ah, ne, wir haben ja hier auch erst die Lager erhöht. Stimmt. Kalk, machst du nichts mehr oder was ist jetzt los? Ne, der Kalk arbeitet noch brav. Alter, schau dir dieses große Kalkgebiet an, was wir hier haben. Wie groß ist denn das? Das
ist riesig, gemischt mit Eisen sogar. Wie schaut es mit unserem Verkippgebiet aus? Okay. Ja, fast schon voll. Fast sind wir voll hier. Dann ist das hier auch schon wieder sozusagen Vergangenheit. Ja. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge können wir hoffentlich dieses Gerät hier bauen, damit wir in der Forschung weiter nach vorne schreiten können. Ja, wir sind relativ, würde ich mal was, eine relativ ruhige Folge, würde ich sagen. Wir schauen, dass die Ressourcen am Laufen bleiben. Eisen hier vor allem füllt sich jetzt sehr gut wieder auf aktuell. Als nächstes werden wir schauen, dass wir hier eine Brücke durchschaffen. Ich würde ungefähr hier aufschütten, also hier aufschütten, hier vor, das gerade machen und dann vollschütten das Ganze, damit die Bagger dann eine Brücke nach oben bauen können und dann hier oben erstmal alles abmähen können. Dann hier hinten verbinden und das Ganze hier, damit wir das Ganze nutzen können und vielleicht hier hinten dann ein Farmgebiet eröffnen können. Da müssen wir dann vor Ort wahrscheinlich ein Erdlager sogar errichten, nochmal fürs Umbauen. Wir haben ja schon viel von dem hier weggebracht auch wieder, aber damit wir dann wirklich am Ende da hinten eine schöne Farm bauen können, müssen wir das alles erstmal flanieren und planieren. Wir werden wahrscheinlich auf Höhe 1 oder sowas gehen in dem Fall. Oder vielleicht auch wieder tiefer, damit wir Ressourcen haben, um das alles voll zu füllen. Die Nase hier zum Beispiel ist noch offen, die Augen. Dass wir das alles zukippen können, damit wir freie Fahrt haben. Und dann baggern wir uns Stück für Stück nach unten, schauen, wie tief wir kommen, um eine Deep City oder sowas zu bauen. Vielleicht bauen wir auch Moria, wer weiß. Aber Leute, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.